Motorsport, genauer gesagt zum Motorsport. Im japanischen Suzuka startet in wenigen Stunden der letzte Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft. Beim Aufwärmtraining sorgte vor wenigen Minuten ein unachtsamer Pilot für Aufregung. Zum Fußball. Für großen Wirbel sorgte die Entlassung des Schalker Trainers Jörg Berger. Jetzt bestätigten sich Gerüchte, dass es die Spieler selbst waren, die ihren Trainer zu Fall brachten. Bei Borussia Mönchengladbach hängt der Haussegen zurzeit schief. Nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal leiden die Spieler unter den Wutausbrüchen ihres Kapitäns Stefan Effenberg. Hey Effe, ich muss mal ganz dringend pinkeln, kann ich? Dauert zu lange! Okay, dann nicht, ja? Keine Sportart hat in den letzten Monaten so einen Boom erlebt wie der Kartsport. Tausende Jugendliche eifern tagtäglich ihren großen Vorbildern aus der Formel 1 nach. Sehen Sie dazu einen Bericht meines Kollegen Bastian Pastewka. So, was ist denn jetzt, Jürgen? Läuft die Kamera? Gut. Der Trendsport des Jahres ist Kartfahren. Seit Michael Schumachers Erfolgen finden immer mehr Menschen Spaß an diesen kleinen Rennflitzern. Aber wie bei jedem Boom gibt es auch Skeptiker, die vor den Gefahren des Vergnügens warnen. Bei mir steht nun der Eigentümer dieser Kartbahn, Herr Horst Burger, der sagt, es habe hier seit Jahren keinen nennenswerten Zwischenfall. Das ist doch kein Bild. Entschuldige bitte, Jürgen, aber das sieht doch, du sagst hier, das sieht doch bescheuert aus. Geh einfach mal mit deiner Kamera ein ordentliches Stück zurück, dann haben wir auch irgendwie Sinn im Bild. Und nun zeigen wir Ihnen das, was Sie schon immer über den Bundestag wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Wir machen da weiter, wo andere Sender abschalten, mit unserer Bundestag-Soap Bonanza. Find jetzt eine neue Folge von Bonanza mit Horst Seehofer, Rita Süssmuth, Oskar Lafontaine, Fitzgerin Dagmar Enkelmann und vielleicht auch mit mich. Damen und Herren, das Wort hat der Bundesminister Seehofer. Minister Seehofer möchte eine wichtige private Angelegenheit regeln. Bitte schön. Also, ich werde es kurz machen. Ich habe die Faxen dicke. Ich beende die Beziehung zu meiner Geliebten aus der PDS. Sag mal, es ist aus und vorbei. Erzähl mir, was das soll. Ich mach's einfach nicht, also, wenn meine Freundin arbeitet. Bitte um Ruhe. Schnauze, Moment. Tussi. Das gibt's doch nicht. Aber das ist doch wohl nicht so ein dämlicher Macho. Saublöder Idiot. Ist doch wahr. Dies ist ein freies Land. Ich meine doch nicht so. Nach 3 Jahren. Ich meine, das geht doch nicht. Gregor, sag doch auch mal was. Nein, nein, es bleibt dabei. Es ist aus und vorbei. Genau. Na, vorbei ist auch daneben. Hätte ich von dir nicht anders erwartet, Horst. Dann nimm du sie doch. Ich hab die Schnauze voll. Ist doch eine klasse Idee, Oskar. Ich mach sie dir klar. So, jedes Jahr nur nicht, meine Herren. Eine Abgeordnete von der PDS kann man nicht so einfach abservieren, dat klar ist. Hey, Oskar, hab sie wieder reingeholt. Da kommen sie nicht hingucken jetzt. Hab alles organisiert heute Abend. Hotel, Champagner, aber diesmal keine Beschwerde, du weißt schon. Ich erwarte, dass ein anderer Abgeordneter für Herrn Seehofer einspringt, diesen Krankheitsminister. Bravo, Gregor, bravo. Das mit dem Oskar ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Später am selben Tag verlässt Oskar Lafontaine gut gelaunt ein bekanntes Stundenhotel im Bonner Hafenviertel. Was geschah dort hinter verschlossenen Türen? Und was geschieht, wenn Oskar Lafontaine das Fenster seiner Limousine verdunkelt? Das und vielleicht auch etwas ganz anderes sehen Sie demnächst in Bonanza. Und nach der Pause sehen Sie unter anderem eine neue Folge von Passiert. Diesmal
zum Thema sexuelle Belästigung. Also, bleiben Sie dran. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff! Die Sendung mit Gewicht. Dienstag, 0.45 Uhr. Ran, Sat.1 Football. Präsentiert von Holstenpilsener. Auf die Freundschaft in Sat.1. Wer stellt die niveauvollsten Fragen? Geschlechtsverkehr. Was ist das? Wen lieben die Promis? Und immer kurz auf die Person. Und wer kennt sich bestens in der Szene aus? Bruno von der Popgruppe Juhu. Danke, Mr. Clooney. Ich finde, ich sehe besser aus. Tommy Walsh. Star Wars am 14. Mai. In Sat.1. Willkommen zurück zur Wochenshow und das sind die weiteren Themen der Woche. Unglaublich, auch Prinz Charles dreht Sexvideos. Peinlich, VW ruft Autos mit Bremsdefekt zurück. Und Pech, Chemnitzer Ruderclub hat einfach kein Glück. Namhafte Schriftsteller forderten in dieser Woche den sofortigen Stopp der Rechtschreibreform. Wo der allzu sorglose Umgang mit der deutschen Sprache hinführt, zeigt sich tagtäglich im Bundestag. Doch wenigstens den Abgeordneten kann jetzt geholfen werden. In modernen Tagungsräumen bieten wir Seminare für freies Reden. Und sein neues Auto kostet weniger Kfz-Steuer. Deutliche Aussprache. Und gewandte Formulierungen. Wasch mir den Pelz und mach mich nicht nass. Rhetorik Schule Bonn. Rufen Sie uns an. Nur das ist doch. Ja, ist doch. Genau. Rhetorik Schule Bonn. Sexuelle Belästigung, meine Damen und Herren. Ein Thema, das Männer und Frauen gleichermaßen interessiert. Unser Team von Passiert hat einen besonders erschreckenden Fall aufgedeckt. Guten Abend. Mein Name tut nichts zur Sache und das ist passiert. Gudrun S. ist verzweifelt. Der Grund: sexuelle Belästigung. Viele Frauen kennen das Problem. Gudrun S. nicht. Seit Jahren wird sie nicht sexuell belästigt. Wo sie auch hinkommt, die Männer verhalten sich ihr gegenüber stets korrekt und anständig. Hey, Frau. Noch nie wurde Gudrun S. unsittlich berührt. Was für die meisten ein ganz normaler Arbeitstag im Büro ist, für Gudrun S. ist es die Hölle. Sehr gut. Tagtäglich muss sie mit ansehen, wie ihre Kolleginnen belästigt werden. Da fehlt ein Komma. Nur sie selbst kann ungestört ihrer Arbeit nachgehen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich war auch schon bei meinem Chef, aber der ist genauso wie all die anderen Männer. Wenn der mich zu sich ruft, dann nur zum Diktat. Also die Vorwürfe von Frau S. sind wirklich völlig haltlos. Bisher hat sich noch keine Mitarbeiterin bei mir beschwert. Wenn ich jemanden hereinrufe, dann sicherlich nicht zum Diktat. Gell, Frau S.? Gudrun S. hat schon alles versucht. Doch auch in ihrer Freizeit wird sie als Frau respektiert. Selbst betrunkene Männer verweigern ihr den Griff an den Busen. Gudrun S. ist mit ihren Nerven am Ende. Sie kann und will nicht verstehen, dass sie von sexueller Belästigung immer nur in der Zeitung liest. Jetzt überlegt sich Gudrun S., einen neuen Beruf zu erlernen. Doch noch ist unklar, ob das Arbeitsamt die Kosten für die Umschulung übernehmen wird. Bis dahin wird sie wohl auch weiterhin Abend für Abend unbelästigt nach Hause gehen. Eine bewegende Geschichte. Nächste Woche in Passiert. Umweltskandal. Immer mehr Frösche erkranken an Herpes. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Samstag und noch ein schönes Wochenende.
Ich stehe hier vor dem Bonner Bundestag. In wenigen Augenblicken wird hier Bundespräsident Herzog eintreffen und wir werden ihm einige Fragen stellen und versuchen. Und da ist er auch schon. Guten Tag, Herr Bundespräsident. Sie haben in der letzten Woche sämtliche an Sie gerichteten Fragen mit Nein beantwortet. Lag es an den Fragen oder setzt bei Ihnen allmählich die Verkalkung ein? Ja, das geht doch Sie nichts an. Moment bitte. Ich wollte nur wissen, ob das mit dem Verneinen vielleicht eine neue Taktik von Ihnen ist. Wer ist Nein, kann ich nicht sagen. Na gut, dann eben nicht. Komm, machen wir Schluss. Sowieso Feierabend. Danke, danke. Das war die Wochenshow-Klassik, präsentiert von Clausthaler Klassik. Jetzt ein Erdinger. Grüß Gott! Zwei Texas Mac Menü? Normal oder Maxi Menü? Was? Normal oder Maxi? Just make it big! But make it fries, Bert! Ja, jetzt bei McDonald's der Texas Mac für nur 3,99 unverbindliche Preisempfehlung. McDonald's!